Hubert und Staller. Der Tod hat 1000 Stacheln. Staller hantiert am verbogenen Türchen eines Briefkastens. Daran der Name Rieger. Aufgehebelt mit einem Werkzeug. Die Ausrüstung spricht für einen Profi. Die Ausführung eher für einen Deppen. Also ich verstehe das nicht. Was will denn jemand bloß mit unserer Post? Ja, wenn er wertvolle Sachen mit der Post verschickt. Geldscheine, Gutscheine, Briefmarken. Briefmarken? Neben Rieger ein Bub. Das ist das zweite Mal, sagen Sie, gell? Ja, gestern sah es genauso aus. Ich hab's dann wieder zugebogen. Geben Sie mal den rechten Fuß. Rieger steht in einer matschigen Pfütze. Ermittlungstechnisch ist das ein Segen, dass der Boden so weich ist. Soll sich die Spusi drum kümmern? Was ist denn die Spusi? Ein Skoda rast auf ein Feld. Und Sie? Upsi, wie soll man das erklären? Der rennt los. Neben dem Skoda schlägt der Fahrer um sich. Ihr bleibt einmal da. Was ist denn mit dem? Der Fahrer taumelt und fällt ins Gras. Amüsiert schauen Rieger und sein Sohn den Polizisten nach, die aufs Feld sprinten. Hallo? Reglos liegt der Mann auf dem Bauch. Staller dreht ihn um. Das Gesicht des Mannes ist voller Beulen. Oh, viel Teife. Hubert wendet sich ab. Wieso? Masern kriegt man auch als Erwachsener. Bienen umschwirren Hubert. Er schlägt nach ihnen und ergreift die Flucht. Upsi. Fragend zieht Staller zum Toten. Die Beulen sind geschwollene Stiche. Auf dem Feld steht Anja bei Hubert und Staller. Mistviecher. Was haben Sie jetzt davon, tot sind's? Eine reine Kamikaze-Aktion. Zum Glück bist du kein Allergiker. Peter Herzig, 34, gewohnt hat der gleiche in der Nähe. Zu Hubert? Nicht kratzen! Der muss ja die Bienen ganz schön fuchtig gemacht haben. Und deswegen sind sie zu Hunderten in das Auto reingeflogen. Unglaublich, die sind ihm gefolgt und haben weiter auf ihn eingestochen. Hier liegen überall tote Tiere. Ja, wir haben's auch verfolgt, extrem aggressiv. Ja, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also von mir haben die gar nichts wollen. Na, dann fährst du jetzt das Auto ins Revier. Ja, und wenn da noch Bienen drin sind? Wieso? Von dir wollen sie nichts? Ich rufe ihn ja sie dann. Er greift zum Handy. Anja hockt neben der abgedeckten Leiche und sammelt tote Bienen in eine Tüte. Der Streifenwagen hält vor einem Bauernhof. Die beiden Polizisten steigen aus. Sag mal. Was ist denn das da? Kaum ist der tot. Zwei Männer laden Möbel in einen LKW. Aha, was soll denn das werden? Oh, gleich einmal fix da den Hof ausplündern, wo ehrliche Leute bei der Arbeit sind. Wir sind bei der ehrlichen Arbeit. Ja, wo geht das hin, das ganze Klump? Auf irgendeinem Flohmarkt in die Karpaten. Hansi, das ist ein Möbelpacker. Der Herr Herzig ist dabei, umzuziehen. Also, da wo er jetzt hinsieht, braucht er keine Möbel mehr. Heißt das, er ist im Gefängnis? Nein, tot ist er. Ja, und jetzt? Ja, musst du es wieder zurückklammern. Hans. Sie betreten die mit Umzugskartons vollgestellte Stube des Wohnhauses. Boah, also wenn ich was hasse, dann sind das Umzüge. Kann mich nicht erinnern, dass du überhaupt schon mal umgezogen bist. Weile? Er nimmt ein gerahmtes Bild. Damals der Anja beim Ausziehen habe ich geholfen. Ne? Darauf Herzig zwischen einem alten Paar. Das ist wahrscheinlich sein Elternhaus. Das gleiche Aquarium habe ich auch daheim. Fische. Ja? Dort nicht auf Frau oder Kinder hin. Staller richtet sich über dem runden Fischglas auf und stößt an den Kronleuchter. Im Polizeirevier sitzen die Beamten vor Girwitz Schreibtisch. Auf Huberts Hand prangen zwei Stiche. Nicht kratzen. Also das glaube ich jetzt nicht. Da nehmen sich die Mörder endlich mal eine Auszeit und sie kommen ja trotzdem mit der Leiche. Und dann auch noch Killerbienen. Hubert Staller, wir leben hier in Südbayern, nicht in Südamerika. Naja, vielleicht haben sie sich verflogen. Ja, vielleicht. Was ist mit dem Briefkasten? Briefkasten? Das Briefgeheimnis ist ein grundrechtlich geschütztes Geheimnis. Und ich sehe die Leute jetzt schon auf die Barrikaden gehen, wenn ihnen jemand dieses Grundrecht nehmen will. Also? Ja, also wegen der Biene nochmal, der Stiche. Vielleicht sollte man da sicherstellen, dass nicht nur mehr passiert. Herr Hubert, ich habe gleich einen Termin mit Frau Scholz wegen dem Postraub. Wie jetzt? Was für Frau Scholz? Die übernimmt das Ressort von Frau Hansen. Und ich möchte nicht gleich am ersten Tag mit Tatenlosigkeit vor ihr glänzen. Ja, das bringt aber nichts, weil die Leute rennen zum Briefkasten, wollen die Post holen und dann werden sie von einem Bienenschwarm erstochen. Ja gut, also, dann holt gefälligst einer von Ihnen eine Expertenmeinung ein, während der andere... Ja, die Spuren im Barz, die wollten wir eigentlich am Riedel geben. Im Barz ist der unschlagbar. Im Dienstzimmer steht Riedel vor Staller. Gegenüber an seinem Schreibtisch hantiert Hubert mit einem Tacker. Riedel, das ist doch eine Riesenchance, einen Fall im Alleingang zu lösen. Da braucht hinterher keiner wissen, dass das im Grunde kinderleicht war. Wie kinderleicht? Schau. Um den Briefkasten rum. Da sind jede Menge Spuren. Die brauchst du ja bloß alle einzeln zurückverfolgen. Sonja kommt. Ja, du hast total recht mit dem Herzig.
ledig, kinderlos und hat bis zuletzt allein auf dem Hof gelebt. Sie reicht Hubert Blätter. Ja, und wie mache ich das dann mit den Fußspuren? Geredel. Also der Vater ist vor einem halben Jahr verstorben. Genau. Und der Hof gehörte ihm. Und nach allem, was ich jetzt rausgefunden habe, gibt es keine Angehörigen mehr. Ja, und wer erbt dann in so einem Fall? Der Freistaat Bayern. Echt jetzt? Ja. Also, wenn du einen Verdächtigen suchst mit Motiv, ist das ein ganz falscher Weg. Nein, nein, ich meine bloß, weil ich beziehungstechnisch der gleichen Situation bin wie der Verstorbene. Da möchte ich nicht, dass der Freistaat Bayern da meinen ganzen Nachlass erbt. Okay, was gibt's denn bei dir zu erben? Ja, das will ich dir gerade auf die Nase binden. Du, im Fall der Fälle, dann mach doch einfach mal ein Testament. Ich meine, ab einem gewissen Alter sollte man sich doch sowieso darum kümmern, oder? Oder du vermachst alles am Riedel. Du musst ihn aber vorher adoptieren. Skeptisch mustern sich Riedel und Staller. In der Pathologie deckt Anja den Toten wieder zu. Todesursache waren die Bienenstiche, insgesamt 738. Das Gift hat die Herzmuskulatur so beeinträchtigt, dass es zum Herzstillstand geführt hat. Wie kommen 738 Bienen ins Auto? Sicher nicht wegen dem guten Geruch. Der Tote hat übrigens das gleiche Aftershave wie du. Naja, das hast aber du mir damals geschenkt. Ja, und ich habe damals nur gesagt, dass es zu dir passt, nicht, dass es gut riecht. Das muss ja logistisch ein Riesenaufwand gewesen sein, dass die sich alle da in dem Auto treffen. Meet and greet? Oder sie haben keine Lust mehr gehabt zum Fliegen, wollten ein bisschen Auto fahren? Über ihre Unterlagen hinweg sieht Anja spöttisch zu Hubert. Im Streifenwagen sitzt Staller am Steuer. Expertenrat. Wen fragt man da? Biologe, Zoologe, Tierarzt? Nein, Tierarzt ist ein Schmarrn. Das sind ja nicht krank, die Bienen. Entschuldige, wenn sich da so ein ausgelassener Bienenschwarm selbstmörderisch auf einen harmlosen Landwirt stürzt, das ist ja für mich mehr als krank. Ja, da gut, da brauchen wir einen Psychologen. Psychologen? Ein Tierpsychologen. Schimmick. Aber der ist, glaube ich, schon tot, oder? Ja, seit 25 Jahren. Na, was ist mit dem anderen da, den Steve Irwin? Ja, den hat er der Roch unterstochen. Ne? Das Aquarium. Was? Ja, das Aquarium vom Herzig. Was ist mit dem? Ja, bis das einmal da endgültig ins Erbe vom Land Bayern da einfließt, da ist ja der Fisch schon verhungert. Hin und her gerissen sieht Staller an sich herunter. Nein, nein, nein. Hubert zieht Stallers Handy aus dessen Jackentasche. Was sieht? Warte mal, Herr Sitt, ich stehe auf laut. Du, was soll ich jetzt deiner Meinung nach mit dem Auto vom Herzig machen? Weil der Kammerjäger war ja wohl schon da. Nein. Das war nicht der Kammerjäger, das waren die Bienen selbst. Also, die haben sozusagen Mord und Selbstmord in einem begangen. Mord? Bist du mir jetzt verarschen, oder was? Nein, ja, Sitt, wir wollen, dass du noch mal in das Auto reinschaust, ob da noch ein paar von den Killerbienen übrig sind. Na, das schreit nach Gefahrenzulage. Ich riskiere schon wieder mal mein Leben für euch. Ja, wo du das gerade sagst, da hast du eigentlich eine Patientenverfügung. Überrascht zieht Staller zum Handy. Hubert schiebt es in Stallers Tasche zurück. Wahrscheinlich Funkloch. Der Streifenwagen hält vor der Bäckerei Rattlinger. Drinnen betrachtet Sabrina Huberts geschwollene Stiche auf der Hand. Oh je. Ich hab mich mal nackert auf eine Wespe gesetzt. Das war schon schlimm. Mhm. Vor allem für die Wespe. Sabrina, kennst du da zufällig in der Gegend einen Bienenexperten, Zoologen, Biologen? Ja, weil die ich kenne, sind alle schon tot. Sabrina geht kurz weg. Mit einem Honigglas kommt sie zurück und hält es den Polizisten hin. Nein, kein Honig, das ist mir süß genug. Imker. Was? Ja, die verstehen angeblich was von Bienen. Eine Dunkelhaarige späht zu ihnen. Absichtlich lässt sie eine Packung Kleberollen fallen. Hoppala. Staller hebt die Packung auf. Dankeschön. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, wobei, Freund ist komisch. Ja, weil da müsste man sich eigentlich besser kennen. Ja. Er zeigt auf Dosen in ihrem Einkaufskorb. Ja, blöd, gell, so Fertiggerichte. Weil ja, für einen allein ist zu viel und wegschmeißen will man es auch nicht. Lächelnd nickt sie. Er greift cool in ihren Korb. Eine Frau, die Bier trinkt. Ja, oder ist das für einen Freund? Ich glaube, das geht sie nicht an. Ja, da kommt er manchmal durch, gell, der innere Ermittler. Er reicht ihr eine Visitenkarte. Falls Ihnen noch einmal was runterfällt, dann hebt der Kollege sicher wieder auf. Grüßen tippt der Sie an seine Mütze. Ja, und was ist mit meinem Honig? Den bringen wir wieder zurück. Auf einer Infotafel des Bienenzuchtvereins Starnberg ein Textblock mit der Überschrift Imkern ist in. Das ist aber echt eine grobe Verharmlosung. Schau, die haben nicht einmal einen Stachel. Er zeigt auf gemalte Bienen. Ja, im Flug da. Ja, ziehen sie einen, oder was? Vor einer Hütte 9 Leute.
Tagespunkt 2 ist der Aufbau unseres Infostandes am Tag der deutschen Imkerei. Meine Tochter hat bereits wie eine fleißige Biene an Entwürfen gearbeitet, die ich euch nun gerne vorstellen möchte. Papa, wir haben Besuch. Oh, guten Tag, die Herrschaft. Servus, Scott Brenner. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hubert schlägt nach einer Biene. Keine Angst, die tun niemandem was. Blöderweise ist gerade wer von den Mistviechern erstochen worden. Von 738 Bienen, wenn man es genau nimmt. Oh Gott, wie schrecklich. Solch tödliche Angriffe kommen zwar vor, sind aber die absolute Ausnahme. Naja, das ist die typische Kampfhundbesitzer-Argumentation. Deswegen wäre es schön, wenn Sie ein bisschen mit uns kooperieren würden. Auch nicht, dass unser Luftraum da vom fliegenden Killern beherrscht wird. Sie sollten die Bienen nicht verteufeln. Ein Mann mit Hut? Ohne sie sehe ich schlecht aus für die Menschheit. Herr Süß hat recht. Die Zahl der Bienenvölker in Bayern ist ohnehin schon am Abnehmen. Das Glas in Ihren Händen enthält die Lebensarbeit von fast 100 Bienen. Daran sollten Sie denken, wenn Sie sich das nächste Honigbrot schmieren. Mag gar kein Honig. Vielleicht handelt es sich auch um eine äußerst aggressive Kreuzung. Eine Biene landet auf Huberts Krawatte. Er schleudert sie zu Boden. Entschuldigung. In seiner Werkstatt kniet Yazid in der Beifahrertür von Herzigs Wagen. Ja, was haben wir denn da Schönes? Die Dunkelhaarige schlendert herein. Yazid hantiert weiter im Fußraum. Hallo. Au, au, verdammte Scheiße. Ich will mein Auto abholen. Ja, sofort. Moment mal. Er hält ein Stück Wabe, darauf eine Biene. So ein Mist, wie so ein Hund verreckt. Das ist eine Biene, die stirbt sowieso. Ja, da haben Sie jetzt auch wieder recht. Er legt ein Tuch weg. Wobei sie sich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen Zeit lässt beim Sterben. Und stülpt einen Deckel über die Biene. So, Ihr Auto ist übrigens fertig. Es war nur leider ein bisschen aufwendiger, als ich zunächst gedacht habe. Sie meinen teurer? Ja, das auch. Das ist immer das Gleiche, finden Sie nicht? Was denn? Mit diesen scheiß Kfz-Werkstätten. Ja. Erst heißt es, ja, ist nicht so teuer. Und dann sagt man, okay, machen Sie. Und jetzt wird man abgezockt, oder was? Ja, willkommen im Leben. Die Polizisten im Auto. So eine Ausbildung zum Imker, die stelle ich mir richtig toll vor. Mhm. 85.000 gibt's da. Und die meisten sind auch nebenberuflich. Naja. Alles Leib mit einem riesen Ego-Problem. Wieso? Na ja, einmal Herrscher über ganzes Volk sein, ne? Okay. So ein Imker, ja, der leistet wirklich mal einen wertvollen Beitrag für unseren Planeten. Ja, wenn du dir die ganzen blühenden Wiesen anschaust, es ist doch genial, was da die Bienen alles bestäuben. Die Hummeln bestäuben genauso. Die sind nur nicht so blöd und liefern das alles beim Imker ab. Die fressen selber. Ne? Vor Riegers Briefkasten, der an einem Pfahl hängt, steht Riedel und schaut auf den Boden. Langsam geht er Schritt für Schritt rückwärts. Der Streifenwagen kommt. Und Riedel, wie geht's voran? Ja, super. Zwei Spuren habe ich schon zurückverfolgt. Die haben beide zum Hof Rieger geführt. Und die, an der ich jetzt bin, die ist ganz heiß. Das spüre ich jetzt schon. Ja, genial. Weitermachen. Was macht der? Ja, der verfolgt jede Spur einzeln zurück und eine davon führt ihn zwangsläufig zum Täter. Hast du ihm das angeschafft? Ja, man muss ja ein bisschen einen Nachwuchs fördern. Im Polizeirevier schauen Girwitz und Sonja aus dem Fenster. Ganz schön jung. Ja, schickt uns ja wohl Fratzhauser Kurier wohl eine Praktikantin. Hm? Ich glaube, im Verlag heißt das Volontären. Draußen steigt die Dunkelhaarige aus ihrem Auto. Haben wir noch immer keinen adäquaten Ersatz für die Hansen gefunden. Er nickt Sonja auffordernd zu. Ja, dann. Die verlässt sein Büro. Die Dunkelhaarige betritt den Vorraum. Sie ist Mitte 20 und schlank. Hallo. Hallo, ich bin Nadine Scholz vom Wolfratshauser Kurier. Ich habe einen Termin bei Herrn Girwitz. Mhm. Da geht's lang. Danke. Im Büro postiert Girwitz rasch einen Ordner auf dem Tisch. Er stößt einen vollen Kaffeebecher um. Frau Scholz. Hallo. Er schmeißt Becher. Wenn ich gerade ungelegen komme, dann kann ich noch mal später kommen. Nein. Und nasse Unterlagen in den Papierkorb. Bewegung. Sonja trägt. Wir wissen schon, dass viele sitzen. Den Korb raus. Dann ist also der Schreibtisch Ihr Haupteinsatzgebiet? Das sollte ein Witz sein. Ah ja. Nehmen Sie doch Platz. Er setzt sich hinter den Schreibtisch, Scholz davor. Sie zückt ein Notizbuch. Und macht Ihnen das Praktikum Spaß? Wissen Sie, die Presse ist mehr oder weniger das einzige Regulativ für die Polizei. Ich denke, dass es so eine wichtige Aufgabe ist, die muss einem gar keinen Spaß machen. Breit grinst sie Girwitz an. Der sieht irritiert weg. Sonja kommt mit Küchentüchern. Ja, aber die Vorstellung eines übermächtigen Polizeiapparats sollte man auch nicht zu ernst nehmen, oder? Sonja wischt den Tisch ab. Ich bin in einem totalitären System aufgewachsen und weiß die Freiheit als höchstes Gut wertzuschätzen. Und deshalb werde ich mich auch immer und überall dafür einsetzen, egal ob es mir Spaß macht oder nicht.
Ja. Das sollte auch nur ein Witz sein. Natürlich macht mir meine Arbeit Spaß. Ich war gerade mal 2 Jahre, als die Mauer fiel. Natürlich. Also ich dachte, ich befasse mich zum Einstieg erstmal mit dem Briefkastenräuber, falls nichts Besseres ansteht. Also ich finde, also Brief, also Postraub ist kein Bagatelldelikt, oder? Yazid erscheint in der Tür. Wo sind denn Hubert und Staller? Müssen gleich kommen. Also, kann ich diese Killerbiene bei dir auch abgeben vielleicht? Erreicht Sonja eine Brotdose. Hallo. Servus. Strahlend lächelt Scholz Girwitz an. Der senkt den Kopf. Draußen steigen Hubert und Staller aus ihrem Wagen. Ah, schauen wir, wer da ist. Hubert trägt das Fischglas. Es schwappt über. Zu Scholz. Entschuldigen Sie, waren aber jetzt nicht wegen Unregelmäßigkeiten in meiner Firma da bei der Polizei zufällig, oder? Ich arbeite für eine Tageszeitung und nicht für irgendein Automagazin. Ah ja, natürlich. Ah, hallo. Auf Stallers Schreibtisch die volle Tüte mit toten Bienen und die Brotdose mit Wabe und Biene. Hubert kämpft mit dem Tacker. Das ist alles. Ja, reicht doch, oder? Oder sag mal, du mal eine unsterbliche Biene. Die ist jedenfalls nicht gestorben nach dem Stich. Was man von den anderen in der Tüte ja nicht unbedingt behaupten kann. Wie kommt das in die Lüftung? Hat das da einer reingeklemmt, oder? Ja, vielleicht haben sich die Viecher ein bisschen was zum Essen mitgenommen. Ah, Herr Girwitz, wie war der Termin? Ah, dieser Scholz hat sich in das Thema Pressefreiheit verbissen. Und zusammen mit Ihren Wurzeln ist das eine anstrengende Kombination. Was für Wurzeln? Tja, haben Sie, dass das Ostkennzeichen übersehen. Was ist denn das? Das Fischglas steht ebenfalls auf dem Tisch. Ein Aquarium? Das sehe ich selbst. Was soll das hier? Langweilen Sie sich? Na, das ist der Fisch vom Herzig, den kriegt er sonst der Freistaat Bayern. Im Glas Sand, ein Stein und Wasserpflanzen. Was für ein Fisch? Ich sehe keinen Fisch. Ja, der ist halt ein bisschen schüchtern. Naja, das macht die Umgebung. Da, mach er grad. Finster schaut Girwitz zu Hubert. Mit der Dose kommen die Polizisten zum Bienenzuchtverein. Ah, das Fräulein Rauch. Guten Tag. Ihren Vater würde mir gerne sprechen. Der ist nicht da. Ja, dann. Nein, Moment, ich bin mir sicher, da können Sie uns genauso gut weiterhelfen. Was Sie angeht, ganz bestimmt. Mit Imkerhut in der Hand dreht sie sich um, neben ihr Bienenkästen. In der Hütte hält sich Rauch eine Lupe vor ein Auge und betrachtet die Biene auf der Wabe. Das ist nicht irgendeine Biene, das ist die Königin des Schwarms. Was? Ist die unsterblich oder was? Die hat doch einen Yazid gestochen. Sie hat einen biegsamen Stachel. Sie kann mehrfach zustechen. Ach so, da ist die Königin ins Auto reingeflogen und das Volk hinterher, ne? Könnte so gewesen sein, aber sie hat gestutzte Flügel. Was? Flügelstutzen? Mit der Nagelschere oder was? Das Beschneiden ist eine umstrittene Praxis. Es soll verhindern, dass sich die Königin weit vom Nest entfernt und mit dem Schwarm einfach so davonfliegt. Sie ist ein eher Gegnerin, gell, von dem Beschneiden. Hansi, du kapierst das nicht, oder? Fragend sieht der seinen Kollegen an. In Girwitz Büro. Sie wollen mir also weismachen, dass diese Bienenattacke keine Laune der Natur war, sondern dass jemand die Bienen als Mordwerkzeug missbraucht hat? Das kann doch nur ein Scherz sein. Auf jeden Fall war die Königin beschnitten. Was? Ja, also nicht. Er zeigt auf seinen Schritt. Die Flügel. Ach so. Deswegen kann die unmöglich aus eigener Kraft in das Auto reingeflogen sein. Ja, und das Stück Wabe da, das muss auch jemand platziert haben im Auto. Ja, aber eine Biene als Mordinstrument, das ist doch völlig absurd. Wo ist das Tier jetzt? Bei der Tochter vom Imkervorstand. Flotte Biene. Oh, Hansi. Ja, der Vater will die noch mal untersuchen. Die Tochter? Na, die Biene. Ja, gut, klar. Und ist sichergestellt, dass das hier nicht entkommen kann? Ja, die Tanja, also die Fräulein Rauch, die ist ja quasi vom Fach als Spezialistin. Ja, obwohl, die Königin unter Mordverdacht, es kann schon sein, dass die vorhat, Fluchthilfe zu leisten, so bienennarrisch wie die ist. Ne? Was heißt denn da bienennarrisch? Ja, wenn du da wie so ein Irrer mit deinen riesen Latschen auf das wehrlose Tier da eintrittst. Entschuldige, die hat wen erstochen? Ja, vielleicht war es Notwehr. Entschuldige. Wenn du mit dem Messer irgendwo... Entschuldigung, können Sie Ihre Diskussion woanders fortsetzen? Dann ist es Notwehr. Danke. Die Beamten gehen. Wenn ein Ding ist gar nicht berechtigt. Was kann ich dafür, wenn dir bei Frauen das nötige Feingespür fehlt? Mir fehlt kein Feingespür, mir fehlt deine Blödheit. Im Flur. Und Riedl, was ist? Ja, nächstes. 5 verschiedene Schuhprofile habe ich gefunden. Die von den Riegers, die 2 von euch. Ja, und der Postbote wird wahrscheinlich auch keine Flügel gehabt haben. Wenn es ein Götterbote ist, schon. Er geht zum Kaffeeautomaten. Da ist der Täter doch raffinierter, als ich gedacht habe. Ungewöhnlich für einen Posträuber. Müssen wir Taktik ändern. Was für eine Taktik? Der Posträuber hat es gewöhnlich auf wertvolle Inhalte abgesehen. Ja, und? Ja, Riedl, je größer die Post, desto wertvoller der Inhalt.
Du besorgst dir jetzt einen richtig großen Karton. Den größten, den du kriegen kannst. Sonja mit Zeitung. Die Scholz gibt gerade richtig Gas. Angriff der Mörderbienen. Boah, jetzt dreh's aber völlig durch. Staller tippt auf einen kleinen Posträuberartikel. Riedel, jetzt ist es an dir, das Briefgeheimnis wiederherzustellen. Verstanden? Ernst schaut der in die Runde. Jawohl. In der Hütte der Vorsitzende Rauch am Mikroskop. Äußerst interessant. Das habe ich mir bereits gedacht. Staller fasst in ein Wespennest. Bei der Königin handelt es sich um eine Kreuzung. Zwischen was? Zwischen Biene und Kampf oder wie? Nicht ganz. Jemand hat offenbar die afrikanisierte Honigbiene reimportiert und mit der dunklen Honigbiene aus unseren Landen gepaart. Afrikanisierte Biene? Weil die europäischen Bienen sich in tropischen Klimaten als nicht sonderlich leistungsfähig erwiesen, hat man sie mit Drohnen wild lebender Bienenvölker afrikanischer Abstammung gekreuzt. Wahnsinn. Dessen Finger steckt fest. Wild lebenden Völker sind für ihre Aggressivität bekannt. Und dafür, im Fall einer Bedrohung nicht in kleineren Gruppen, sondern als Schwarm anzugreifen und das Opfer auch zu verfolgen. Man spricht ja auch von den sogenannten Killerbienen. Selbstverständlich ist diese Bezeichnung völlig überzogen. Staller hält das Nest hinter sich. Im Übrigen würde selbst ein ausgesprochen aggressives Bienenvolk niemals grundlos angreifen. Haben Sie vielleicht eine Liste von Ihren Mitgliedern und den ansässigen Imkern? Ja. Staller nimmt den Ordner mit beiden Händen. Aber das sind persönliche Daten. Ja, keine Sorge, die sind bei uns in besten Händen. Ja, sagen Sie Ihrer Tochter doch einen schönen Gruß von mir. Auf seinem Zeigefinger steckt das große, kokonförmige Nest. Ein Transporter steht auf einer schmalen Straße. Der Fahrer steigt aus, öffnet die Hecktüren und greift nach einem riesigen Karton. Er versucht, ihn anzuheben, dann schlägt er dagegen. Tut mir leid, aber Sie müssen mir schon etwas mithelfen. In einem Griffloch erscheint eine Hand. Der Karton erhebt sich, unten tauchen Riedels Beine auf. Den Karton über sich steigt er aus, eilt zu Riegers Briefkasten und setzt sich im Karton daneben. Ich weiß ja nicht, ob Sie es interessiert, aber gewöhnlich werden solche Pakete persönlich abgegeben. Ja, danke, aber es ist ja bloß zur Tarnung. Ich wollte es nur angemerkt haben, ja? Ja, danke. Viel Erfolg. Er hat einen Brief eingeworfen vor dem Verein. Sie fix, der braucht mir deine kleinen halben Finger wegreißen. Mordwerkzeug war ein Bienenschwarm, also müssen wir jetzt nach einem Imker suchen, dem eine Königin fehlt, plus Volk. Warte, ich wollte kurz die Tanne noch was fragen wegen dem Kursus. Vorsicht, Hansi, Imkerin, tatverdächtig, Finger weg. Zögernd zieht Staller der vorbeiradelnden Rauch nach und folgt Hubert. Scholz' blauer Golf mit Cottbusser Kennzeichen steht neben einem Feldweg. Der Streifenwagen fährt vorbei. Der Golf startet. Im Streifenwagen. Es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie viele Leute ihren Honig selber machen. Ja, alle chronisch zu viel Freizeit. Hinter ihnen fährt der Golf. Weißt was? Wir geben die Liste in Riedel. Du hast doch bloß Angst vor den Bienen. Was hast du Angst? Entschuldige, zwei Stiche, die langen wir. Was ist eine Frage der Einstellung? Hansi, ein Bienenstich ist keine Frage der Einstellung. Nein, aber ein Resultat deiner Angst und damit eine Frage der Einstellung. Zuletzt nehmen wir einen solchen Schmarrn. Sie passieren Riegers Briefkasten. Du, da können wir noch hoffen, dass der Posträuber keinen Kartonschneider dabei hat. Staller zieht die Augenbrauen hoch. Sie fahren durch grüne, hügelige Landschaft. Hinter ihnen schneebedeckte Berge. Upsi. Er schaut in den Rückspiegel. Wir werden verfolgt. Hubert dreht sich um. Ach so, ja. Du, das ist der Wagen von der Scholz, oder? U-Turn? Ja, dann fahren wir aber verkehrt rum. Ich bin ja nicht blöd. Meine doppelte U-Turn. Ruckartig lenkt Staller den Wagen in eine Wiese, das Auto schlingert, die Reifen drehen durch. Scholz hält auf der Straße neben ihnen. Ist ihm was passiert? Nein, fahren zurück weiter. Ja, oder kommen Sie zu uns in die Wiese, ganz wie Sie wollen. Die Beamten steigen aus. Ich habe ein Abschleppseil hinten. Ich kann Ihnen gerne helfen. Ja oder nein? Hansi, die will bestimmt eine Gegenleistung. Okay, du siehst immer nur das Negative in den Menschen. Nicht in den Menschen, in den Frauen. Scholz steht an ihrer Fahrertür. Ja, dann probieren wir es einmal mit dem Abschleppseil, wenn Sie gerade zufällig da sind. Was macht eigentlich Ihr tödlicher Schwarm? Gibt's da was Neues? Kriegst du das? Hab ich das gesagt. Was für ein Schwarm? Die Killerbienen. Also Killerbienen, das finde ich jetzt wirklich. Es gibt nichts Neues. Scholz klappt den Fahrersitz wieder zurück. Ich glaube, ich habe doch kein Seil dabei. In einem Garten steht Süß mit Imkerhut vor Bienenkästen. Das ist doch nicht normal, wenn so ein hübscher Mensch so durchtrieben ist. Ich bin ja auch ehrlich und geradeaus. Schon klar.
Du, ich hab's nicht so mit Bienen. Ich warte ein bisschen da. Nein, kommen Sie ruhig. Solange der Rauch da ist, denken die Bienen, es gibt einen Waldbrand. Und dann machen sie nichts. Nur Staller kommt. Mit einem kannenähnlichen Gefäß pustet Süß Rauch in einen Kasten. Sind aber trotzdem noch sehr emsig. Naja, die füllen gerade ihre Mägen mit Honig, um sich für eine Evakuierung vorzubereiten. Das ist aber moralisch nicht gerade einwandfrei. Ja, wenn die Biene da gerade ihren Honig einsackt und sie kommen mit dem Rauch daher, da denkt ja die Biene, hoppala, bin ich jetzt schon im Fegefeuer. Also so ein Smoker wird nun wirklich von den meisten Imkern eingesetzt. Mein Gott, was ist denn mit denen Scheißbiene? Nicht schlagen, das reizt sie nur. Panisch rennt Hubert zu einem Gewässer und stürzt sich hinein. Über ihm fliegt eine schwarze Wolke aus Bienen. Im Dienstzimmer hockt Sonja vor dem Fischglas und starrt hinein. Girwitz hockt hinter ihr. Und da sind wirklich Fische drin? Angeblich einer. Staller hat gesagt, ich soll den füttern. Hm. Eilig steht Sonja auf und geht. Girwitz starrt weiter ins Glas, dann klopft er dagegen. Ja. Nass sitzt Hubert im Streifenwagen. Seit dem Tod meiner Ehefrau vor 10 Jahren verbringe ich jeden Tag bei meinen Bienen, aber sowas ist noch nie vorgekommen. Ja, das ist wahnsinnig beruhigend, aber wieso gehen die alle auf mich los? Ja, Bienen können Angstschweiß riechen und reagieren darauf. Ähnlich wie auf hektische Bewegungen. Unter Umständen aggressiv. Aber sowas. Ja, siehst du, das alles eine Frage der inneren Einstellung. Hubert tippt sich an die Stirn. Sie vermissen nicht zufällig ein Bienenvolk oder eine Königin? Meinen Bienen geht's sehr gut. Da macht sich kein Volk aus dem Staub. Im Dienstzimmer stupst Girwitz grob ans Glas. Ein Fisch trudelt hinter dem Stein hervor und treibt tot an die Oberfläche. Angewidert angelt Girwitz ihn raus. Mit dem kleinen grünen Fisch in der Hand sieht er sich um, steht auf und verlässt das Zimmer. Am Briefkasten hantiert der Riegerbub mit einem Schraubenzieher. Riedels Augen lugen durch einen Handgriff aus dem Karton. Der Bub zieht den Brief aus dem Kasten. Halt, stehen bleiben, Polizei! Der Karton kommt hoch, erschrocken stößt der Bub ihn um und läuft los. Riedel wälzt sich am Boden. Im Streifenwagen. Ganz ehrlich, Hansi, also mir langt's. Okay, wir haben ja nicht einmal die Hälfte von der Imkerliste. Das ist mir vollkommen wurscht, ich brauch trockene Sachen. Ja gut, dann bleibst du halt im Auto, ich schalte ein bisschen die Heizung ein. Nein, nix Heizung, du fährst mir jetzt aufs Revier. Verblüfft zieht Staller zur Seite. Draußen rennt der Karton hinter dem Bub her. Aufs Revier, Hans. Der atmet tief ein. Ein dunkler VW-Bus fährt an einer S-Bahn-Station vorbei und hält schwungvoll vor dem Revier. Rieger steigt aus, das Handy quer im Mund. Er steckt es in die Hosentasche. Rieger hat dunkle Haare und einen Vollbart. Im Presseraum spielen Riedel und der Bub Karten. Zwei Damen. Straße. Gewonnen. Komm, noch mal. Nein, das können Sie ihn ja gleich selbst fragen. Mein Kollege hat sich darum gekümmert. Mensch, Roman, was ist denn hier los? Ja, der Kollege Riedel hat als Postpaket erfolgreich. Er hat ein Handtuch auf dem Kopf. Riedel, erklär's ihm. Ja, den Brief hier hat der Junior aus dem Briefkasten gefischt. Rieger nimmt den offenen Brief. Von der Schule? Blauer Brief, den hat er abgefangen. Hat ein bisschen Angst gehabt. Und das ist alles? Jetzt müssten Sie ein bisschen aufregen, rein aus pädagogischer Sicht, ne? Da muss doch was unter die Löffel geben, oder? Ja, richtig. Ach, komm. Er wuschelt Roman durchs Haar. Ich lass mir doch wegen sowas nicht die gute Laune verderben. Auf einer Wiese steht Staller vor einem Bienenkasten und lugt in die längliche Flugöffnung. Zu einem Imker im Schutzanzug. Ihr Schwarm ist also ausgeflogen. Ja, alle weg. Aha, und die Königin ist die auch weg? Der Imker schaut verblüfft. Ja, selbstverständlich. Ja, was ist daran selbstverständlich? Sie verstehen nicht viel von Bienen, oder? Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, dann wissen Sie ja, dass sowas immer wieder vorkommt. Er sieht sich um. Wieso sind Sie da so voll vermummt, wenn die alle weg sind? Meistens findet man das Volk in einem der umliegenden Bäume. Staller rückt nah an das Netz vor dem Gesicht des Imkers heran. Jetzt sind wir im Vertrauen. Ihr Schwarm, der hat sich nicht zufällig in einer Kamikaze-Aktion auf den Herzig drauf, also hat sich quasi selbst erledigt? Hä? Auf dem Revier. Im karierten Hemd sitzt Hubert am Schreibtisch und blättert Papiere durch.
Hast du einen Imker gefunden? Ohne Schwarm? Ich habe sogar mehrere Imker gefunden. Ohne Schwarm und ohne Königin. Super. Das ist nämlich ein ganz normales Prozedere, dass die alte Königin ihr Nest verlässt. Ihr Nest? Das ist doch kein Vogel. Ja, da sieht man, dass du keine Ahnung hast von Bienen. Auf jeden Fall alles in allem wenig hilfreich zur Identifizierung des Täters. Ja, ich glaube, du bist für einen Anfängerkurs völlig überqualifiziert. Staller schüttet. Der Rieger war vorhin da und hat seinen kleinen Posträuber abgeholt. Futter ins Fischglas. Der war wahnsinnig gut gelaunt. Wieso? Wahrscheinlich, weil er herzig tot ist. Du musst dir vorstellen, der Hof und die ganze Umgebung, das hat alles dem Papa vom Herzig gehört. Und wie der gestorben ist, wollte der Herzig Junior an einen Großinvestor verkaufen. Das wäre für die Pächter eine Katastrophe gewesen. Also, wer hätte das größte Interesse am Tod vom Herzig gehabt? Mit der Freistadt Bayern? Hansi, einer von den Pächtern. Morgensonne scheint auf das flache Reviergebäude. Riedel steht mit dem Wolfratshauser Kurier im Dienstzimmer. Da steht überhaupt nichts drin. Das Aufbrechen vom Briefkasten, das haben sie doch auch gebracht. Ehrliche Polizeiarbeit, Riedel. Findet nie ehrliche Anerkennung. Wenn du mal ein gescheiter Polizist werden willst, dann musst du mit sowas abfinden. Eine Frechheit ist trotzdem. Wütend stapft er hinaus. Sonja kommt herein und reicht Hubert einen Zettel. Gibt übrigens nicht viele Imker auf dem Grund vom Herzig. Mhm. Tanja Rauch. Also, ich glaub nicht, dass die ihre Bienen in den Selbstmord schicken würde, oder? Nein, nein, ausgeschlossen und der Papa genauso wenig. Ja, dann bleibt laut Liste nur noch das Süß. Ja, da waren wir doch gestern erst. Nein, nein, deinen gut gelernten Rieger da, den knüpfen wir uns noch mal vor. Das steht aber nicht auf der Liste. Das ist doch auch gar kein Imker. Sonja geht. Ja, das heißt ja nicht, dass er kein Bienenexperte ist. Ja, schau mich an, ich bin auch noch kein Imker. Von mir aus. Geh mal. Nein, nein, das machen wir anders. Direkte Konfrontation mit dem Auftragskiller. Er hebt die Brotdose hoch. Das machst du aber schön allein da. Im Verhörraum sitzt Rieger Staller gegenüber. Ja, natürlich ist es gut für uns, dass der Herzig tot ist. Jetzt haben wir mit dem Pachtvertrag wenigstens eine Chance. Vor Staller die Dose. Aber ich meine, ich bin doch nicht verrückt. Ich weiß doch nicht mal, wie so ein Mord, wie man sowas überhaupt macht. Ja. Aber selbst wenn sie dem Mord in Auftrag gegeben haben, Mord bleibt Mord, Herr Rieger. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn, wem soll ich denn einen Mordauftrag gegeben haben? Staller öffnet die Dose. Auf der Wabe sitzt die Königin. Erkennen Sie die zufällig wieder? Das soll jetzt ein Witz sein, oder? Die können das riechen. Die Bienen. Den Angstschweiß. Obacht, Obacht, hoch. Keine hektischen Bewegungen. Die Biene krabbelt zu Rieger. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie beim Dompteur, oder wie? Rieger erstarrt. Vorsicht, nicht bewegen. Die Biene läuft über Riegers Hand. Au! Herrschaft, und ich sag's extra noch. Rieger kippt vom Stuhl. Obacht, nicht draufsteigen! Was ist hier los? Stopp, 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 stopp. Nee, stehen bleiben, nicht weitergehen. Es geht um das Leben meiner Königin. Und was mit dem Leben von Herrn Rieger? Im Streifenwagen liegt Rieger mit geschlossenen Augen auf der Rückbank. Woher soll ich denn wissen, dass der eine Bienenallergie hat? Ja, wenn ich sowas hab, da reagiere ich das schon ganz anders, wenn ich bloß eine Biene sehe. Ja, vielleicht hat er es ja selber nicht gewusst. Er sieht zu Staller und winkt ab. In einem Krankenhausgang. Der Mann ist außer Lebensgefahr, aber schon langsam mache ich mir Sorgen. So viele Stiche wie in den letzten Tagen habe ich im ganzen letzten Sommer nicht versorgt. Ja, du Mistviecher da. Scholz kommt. Die schon wieder. Ja, jetzt sind sie uns aber nicht schon wieder nicht gefolgt. Ich habe das Blaulicht gesehen und dachte, da gibt's eine Story. Es gibt aber keine Story. Ich hätte sie beide auch einfach im Acker stecken lassen können. Ich lasse euch drei dann mal allein. Anja geht. Ja, also, wir haben Ihnen alles gesagt. Ja, toll, das wusste ich aber schon. Wiederschauen. Entschuldigend lächelt Staller sie an und folgt seinem Kollegen. Langsam erscheint auf Scholz' Gesicht ein Grinsen. In Girwitz' Büro. Ja. Riedel kommt herein. In jeder Hand eine Plastiktüte mit einem Fisch. Girwitz lässt die Zeitung sinken. Grün, Riedel. Ich hatte grün gesagt. Ein kleiner, grüner Fisch. Ja, ich weiß, Herr Polizeirat. Aber ich war auch in jedem Fischfachgeschäft in Wolfratshausen und die haben einfach kein Grün gehabt. Ja, und gelb und blau ergibt grün, habe ich mir gedacht. Leidend schaut Girwitz zur Seite. Sie haben also gedacht, hm? Ja. Hm? Ach, Riedel. Ja, Girwitz. Er winkt Riedel hinaus. Im Dienstzimmer steht Staller an einer Honigschleuder und dreht am Hebel.
Diese Scholz hat mich gerade angerufen und mich gefragt, ob in meinem Einverständnis in diesen Räumlichkeiten Verdächtige mit Insektenstichen gefoltert werden. Haben Sie dazu was zu sagen? Ja, das war eine völlig normale Gegenüberstellung von einem Verdächtigen und der Mittäterin. Einer Biene. Bienenkönigin. Was machen Sie da überhaupt, Staller? Honigschleudern. Und warum machen Sie das ausgerechnet hier? Ja, ich muss ja den Honig aus der Wabe extrahieren, die der Herr Sid im Auto von dem Toten gefunden hat. An der Innenwand der Trommel kleben Honigspritzer. Und wozu soll das gut sein? Ja, wir haben ja den Rieger von der verdächtigen Liste streichen müssen. Ratlos sieht Girwitz ihn an. Ich verstehe nicht. Wenn einer allergisch ist gegen Bienenstiche, dann nimmt er ja keine Biene als Mordinstrument her. Es bleibt uns bloß noch der Imker Süß und der Imker Rauch. Und seine Tochter. Die müssen alle zum Honigtest. Zum Honigtest? Ja. Und wenn der Honig von einem von den beiden mit dem aus der Wabe übereinstimmt, dann haben wir den Täter. Girwitz geht. Er versteht's nicht. Staller nimmt Honiggläser entgegen. Riedel isst Müsli. Ja, Herr Rauch, Ihre Tanja haben Sie gar nicht dabei, gell? Oh, die hat neben den Bienen auch noch eine zweite Liebe. Oh, armer Hansi. Ihre Arbeit als Landschaftsarchitektin. Von den Bienen alleine kann man keine Miete mehr zahlen. Einfach da hinstellen. Zu süß. Haben Sie noch was gegen die Bienen? Ja, also, solange sie mir nicht stechen, sind mir die Bienen eigentlich vollkommen wurscht. Staller kommt wieder rein. Herrschaftsleuten, da hat einer die Probe gestohlen. Was? Ja, hat irgendjemand den Raum verlassen? Ja, du? Der Honig ist weg. Meinst du den Rest, der noch im Kühlschrank war? Was? Ja, den hab ich mir da ins Müsli rein. Bist du wahnsinnig? Ja, aber ihr habt doch da jetzt genug Honig. Aber Riedel, ist eine Katastrophe. Du kannst doch nicht einfach da die Beweismittel zusammenfressen. Zeitung lesend sitzt Hubert an seinem Schreibtisch. Killerbienen schlagen wieder zu. So einen Schmarrn haben wir nie behauptet. Girwitz mit Zeitung. Sag mal, woher weiß diese Praktikantin das schon wieder? Das ist eine Volontärin. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Diese ganze Angelegenheit wird durch Ihre Ermittlungen schlimmer, als sie ist. Selbst die Herkunft der Bienen lässt doch nicht auf ihren Mörder schließen. Und die Bienen im Wagen zu verstecken, das kann doch ein Kinderstreich gewesen sein. Dann wäre es aber keine Mordabsicht. Also ich schlage vor, wir zermahlen die Bienenkönigin, extrahieren die DNA, holen uns Proben von den anderen Bienenvölkern, vergleichen das und wenn es übereinstimmt, haben wir unseren Killerbienenschwarm. Brauchen wir dann noch den dazugehörigen Imker verhaften. Ja, so klingt es, wenn der Bienenleier da ungebremst vor sich hin fantasiert. Sag mal, spinnst du? Entschuldige, die Rauch und die Süß, die haben gemeinsam mindestens 30 Bienenvölker. Ja und? Ja, und der männliche Biene, also die Drohne, ja, die hat überhaupt keinen Vater, sondern bloß einen Eltern. Was soll das heißen? Ja, dass die drei Großeltern hat, 5 Urgroßeltern. Moment einmal, wie sollen die Biene Großeltern haben, wenn sie nicht einmal einen Vater hat? Ja, da wird's nämlich eng mit dem Nachvollziehen von dem Stammbaum. Ja, das kannst du alles nachlesen da in der Bienenzüchtungskunde vom Ludwig Ambruster. Kannst du mir gern haben. So ein kostbares Wesen ist unverzichtbar für unseren Planeten. Ja, da zieh ich doch so ein Zermahlen gar nicht in Betracht. Das Tier ist in vielen Belangen unserer Spezies meilenweit voraus. Der Fisch war doch gestern noch grün. Vielleicht war ihm langweilig und er hat sich umgezogen. Ja, vielleicht. Er geht. Verwundert beobachtet Staller, wie der blaue Fisch in einem Loch im Stein verschwindet. Neben der Hütte steht Tanja Rauch über eine Honigschleuder gebeugt und dreht den Wabenkorb in der Trommel. Breit lächelnd nähert sich Staller. Hallo. Also so elegant wie Sie schleudern, also da kann ich mir wirklich eine Menge abschauen noch. Hören Sie bloß auf. Ja. Ich habe mir überlegt, das wäre doch eigentlich toll, wenn man die Bienen, also wenn man die abrichten könnte. Also dass die einem folgen, so wie ein Hund. Ja, das wäre doch dann schon eine viel engere Beziehung. Und so ein bisschen flauschig sind sie auch. Wie bitte? Ja, auf jeden Fall. Na ja, sind sie die besseren Haustiere als Hund oder Katze. Ja, die fressen einem doch bloß alles weg, ohne da selber was zu produzieren. Außerdem ist ja die Biene viel temperamentvoller, ja, als Fische zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, wir sollten doch den Tieren ihre Freiheit lassen, oder? Wobei, sowas wie ein Abrichten gibt es ja wohl. Aha, und wie soll das gehen? Also. Ihr Vater kommt mit Smoker. Entschuldigung, ist nur zu Ihrer Sicherheit. Und nebelt die beiden ein.
Im Streifenwagen zu Hubert. Bei der Bundeswehr. Da haben sie die Bienen zu Sprengstoffexperten ausgebildet. Also die haben denen zuerst den Duft vom Sprengstoff zugefächelt und dann haben sie es mit Zuckerwasser belohnt. Klassische Konditionierung. Bei Hunden macht man es mit Leckerli, bei Bienen mit Zuckerwasser. Ja, das hast du gewusst, oder? Allgemeinbildung, Hansi. Wieso fahren wir jetzt eigentlich noch mal zum Herzig? Ach so, das ist nur so eine Idee. Im Rückspiegel entdeckt er den Golf von Scholz. Hansi, das ist reiner Zufall. Also kein U-Turn, auch kein Doppelten. Staller hebt die Augenbrauen. In Herzigs Badezimmer. Zielstrebig geht Huber zu einem Hängeschrank, nimmt einen Karton heraus und stellt ihn ab. Dann greift er zu einem Flakon auf der Ablage. So, wie spinnst du? Hast du kein eigenes Aftershave? Alle, sogar dasselbe wie der Tode. Zweimal sind die Mistviecher auf mich los. Einmal beim Süß und einmal am Tatort. Hä? Und dich hat überhaupt keiner gestochen. Ja. Weißt du, fast die Viecher konditioniert sind, nicht auf Sprengstoff. Die gingen da, auf das Aftershave. Er gibt Staller den Flakon. Den schnappen wir uns, den Süß. Hastig verlässt er das Bad. Huber zieht seine Lederjacke aus. Sein Kollege kommt zurück. Was machst du jetzt? Duschen? Duschen? Ja, ich muss den Duft da neutralisieren. Hansi. Von außen schließt Staller die Tür. Hubert schaut in die schmuddelige Duschwanne und zieht das Hemd aus der Hose. Im Garten steht Süß in Jacke und Hose vor einem Bienenkasten und hängt Holzrahmen mit Waben von oben hinein. Hubert geht mit einer Tüte zu einer Mülltonne, öffnet sie und wirft suchend Abfall zur Seite. Süß setzt einen Deckel auf den Kasten und linst durch die Flugöffnung. In einem Schutzanzug kommt Staller auf ihn zu. Herr Süß? Der schaut hoch. Wer sind Sie? Entschuldigung, Polizeiobermeister Staller. Ah ja, natürlich. Kann es sein, dass Sie nach der Attacke auf Ihren Kollegen ein bisschen übervorsichtig geworden sind? Bei einem derartigen Selbstversuch, da kann man gar nicht übervorsichtig genug sein. Was für ein Selbstversuch? Staller hat den Aftershave-Flakon geöffnet. Was machen Sie da? Und schüttet sich das Rasierwasser auf Hut und Brust. Er trägt dicke Schutzhandschuhe. Hubert fischt aus der Mülltonne einen Aftershave-Flakon. Er legt ihn in die Tüte und holt weitere Flakons aus der Tonne. Sie haben sich ein besonders aggressives Bienenvolk herangezüchtet und es dann auf dem Herzig abgerichtet. Sein Gesichtsnetz ist voll Bienen. Sie sind doch verrückt. Wie soll ich denn das gemacht haben? Da, mit dem Rasierwasser. Er zeigt die durchsichtige Tüte. Das können Sie nie beweisen. Doch, die toten Bienen können wir eindeutig Ihrem Stock zuordnen. Und so ein bisschen DNA von Ihnen werden wir auch noch finden am Auto vom Herzig. Süß presst die Lippen zusammen. Der Herzig Junior. Staller schaut nervös. Sein Vater hatte mir lebenslanges Pachtrecht zugesichert. Mündlich. Und was sagt der missratene Sohn? Kaum, dass der Vater unter der Erde ist, er hat nie was davon gehört. Herr Süß, Sie sind verhaftet. Scheren Sie sich zum Teufel! Er reißt Staller Hut und Netz vom Kopf. Entsetzt schlägt der um sich. Zum Wasser, Hansi! Staller rennt an einem hohen Holzkasten vorbei. Dahinter hockt Scholz. Staller flüchtet ins Gewässer. Vor der Bäckerei Rattlinger liest Staller im Wolfratshauser Kurier einen Artikel mit der Überschrift: Steckt er hinter dem Insektenterror, Herd der Bienen? Na, die geben wir vielleicht auf den Geist mit ihrem Geschreibsel da. Und habt ihr den Süß jetzt wegen Mordes verhaftet? Nein, wegen tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Alles weitere ist eine Sache der Schwusi. Stallers Gesicht ist voller Stiche. Das muss doch wehtun. Okay. Der Schmerz ist ja sowieso meistens eher eine Kopfsache. Magst du was essen? Das Gift hat mir, glaube ich, ein bisschen den Kaumuskel lahmgelegt. Ich nehme einen Bienenstich.